Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video das Repository und Unit of Work Pattern anschauen. Diese beiden Patterns gehören zusammen und sind für das Speichern und Laden von Daten aus verschiedenen Quellen zuständig. Wir können sozusagen ein Repository und ein Unit of Work, diese Patterns einsetzen, um unseren Datenzugriff auf bestimmte persistente Medien eben sozusagen zu abstrahieren und dann bloß gegen eine Abstraktion zu programmieren. Üblicherweise werden eben Repository und Unit of Work gegen Datenbanken eingesetzt, aber es spricht auch nichts dagegen, dass man da eben das Dateisystem oder Web Services dahinter klemmt. Aber wir werden uns jetzt einfach mal genau anschauen, was denn ein Repository ist. Wie hier eben schon gesagt, ein Repository kapselt den Zugriff auf ein persistentes Medium, um daraus Objekte zu laden üblicherweise. Und für den Nutzer sieht die API eines Repositories ähnlich aus wie das einer Collection. Man kann eben Elemente hinzufügen bzw. entfernen oder eben nach bestimmten Elementen suchen. Das ist die Aufgabe eines Repositories. Und wir werden direkt mal jetzt in den Code springen und uns ein Repository bauen. Was wir hier sehen ist, wir haben hier die drei Klassen Article, Invoice und Invoice Item, die wir bereits aus einem vorherigen Video kennen, als wir mit Entity Framework auf eine Datenbank zugegriffen haben. Und was wir jetzt eben machen wollen, ist, dass wir hier rum mal ein beispielhaftes Repository bauen. Und wir sehen hier eben, wir haben hier die Klasse Article und man kann sich vorstellen, dass ich eben dann in einem Online-Shop oder ähnliches eben natürlich mehrere Artikel habe, die ich dann auch irgendwie in einer Datenbank speichern möchte. Und deswegen kann ich eben für den Zugriff auf diese Artikel mir ein Repository schreiben. Entschuldigung, natürlich keine Klasse, sondern ein Interface. So, was sind die üblichen Methoden, die jetzt eben auf einem solchen Repository mit drauf sind? Üblicherweise ist es eben so, dass wir hier eine getAll-Methode haben und diese getAll-Methode, die gibt eben eine Liste an Artikel zurück. Das heißt, damit können wir einfach mal alle Artikel, die es gibt, abfragen. Ist für manche Repositories interessant. Diese Methode kann aber allerdings auch fehlen, wenn wir beispielsweise 1 Million Artikel haben und es wäre nicht sinnvoll, dass wir die alle auf einmal im Speicher haben. Aber prinzipiell, wenn man es eben mit einer kleinen Anzahl an Objekten zu tun hat, dann macht es durchaus Sinn, dass ein Repository eine getAll-Methode hat. Das nächste, was es gibt, ist eben findByID. Da muss man natürlich die ID mit als Parameter angeben. Und das Repository findet dann eben zu der angegebenen ID den entsprechenden Artikel. Dann gibt es noch Methoden wie add und remove. Und das sind eben so die Standardmethoden, die man eigentlich bei fast jedem Repository findet. Wie schon erwähnt, ein Repository verhält sich ähnlich wie eine Collection für uns. Das heißt, wir können, wie gesagt, Artikel eben hinzufügen und wieder verwerfen. Und wir haben hier eben ein findByID, um eben bestimmte Artikel zu finden, oder ein getAll. Das wäre jetzt eben das, was man auf jedem Repository findet. Zusätzlich für Artikel könnte man sich eben noch vorstellen, sowas wie, man kriegt hier eben eine iList of Article und die heißt eben find premium articles oder get premium articles, das ist auch nicht ungewöhnlich. Das ist dann eben beispielsweise eine Methode, die Artikel auf bestimmte Sachen filtert. Also man könnte hier bei Premium Articles vielleicht sagen, dass der Preis höher als $100 sein muss oder 100 Euro, je nachdem welches Format man verwendet.
Und dann kriegt man hier eben bloß eine Liste von Artikeln zurück, die wir eben hier sozusagen diesem Kriterium entsprechen. Das ist aber nicht unbedingt notwendig. Also das sind dann eben Methoden, die eben spezifisch sind für den Kontext, den wir hier haben. Aber diese vier Methoden hier oben, die ich hier gerade gekennzeichnet habe, die sind eben die Methoden, die man eigentlich auf fast jedem Repository findet. Ja, und wenn wir uns dann nochmal die Invoices beispielsweise anschauen, auch da könnten wir dann natürlich ein Repository schreiben. Ein Invoice-Repository. Hier gibt es dann natürlich letztendlich auch diese Methoden. Kopiere mir das jetzt ganz einfach mal hier ganz dreist mit runter. Und wir sehen hier eben, auch dieses Repository macht Sinn. Ich kann mir alle Invoices holen, die es gerade existieren. Ich kann eine bestimmte Rechnung per ID suchen oder hier sollte ich vielleicht noch Invoice schreiben statt Article. Aber wir sehen hier eben, dass wir dieses Repository prinzipiell erstmal genauso gestalten können wie das Article Repository. Und deswegen ist es auch nicht ungewöhnlich, dass man ein Repository of T letztendlich nutzt. Wo eben dann Methoden drauf sind, die ich hier erwähnt habe, dass wir hier eben eine I-List of T zurückgeben für get all. Dann ein T für find by ID. Eine add-Methode. Item übergeben und eine Remove-Methode wurde hier ein Item übergeben. So, also das ist dann eben die Möglichkeit, dieses Interface generisch zu machen. Wir haben schon gesehen, wenn wir hier Invoices und Articles anschauen, dass die eigentlich relativ gleich sind. Und dann ist eben die Möglichkeit, dass man hier letztendlich Vererbung betreibt und sagt, wir möchten hier von Article ableiten und dann hier beispielsweise bloß die Artikel, diese speziellen Methoden, die eben fürs Article Repository notwendig sind, dass wir diese dann eben hier drauf haben. Und wenn wir für Invoices gar nichts anderes haben, dann sehen wir das, können wir direkt hier dieses Repository of T nutzen. Ja, und was wir machen werden, ist, dass wir jetzt Entity Framework einsetzen, um uns mal anzuschauen, wie man dieses Repository implementieren kann. Manage NuGet Packages und wir werden uns hier mal Entity Framework holen. Finden wir bereits hier oben. Und setzen das jetzt mal hier ein. Und wir sehen hier jetzt eben, dass wir hier Entity Framework mit hinzugenommen haben. Und wir werden jetzt eben gleich mal ein Repository programmieren, das gegen Entity Framework läuft. Der Punkt, auf den ich aber eigentlich hinaus möchte, ist folgender. Wie können wir uns ein Repository vorstellen? Und im Prinzip ist es so, dass wir eben aus einer bestimmten Nutzersicht kommen. Also ich nenne das hier mal den Nutzer. Und der greift jetzt eben nicht direkt auf eine Datenbank beispielsweise zu. Das ist eine Datenbank. Sondern wir benutzen hier eben ein Repository. Und wir können jetzt eben hier Abfragen dagegen setzen. Also beispielsweise können wir eben sagen, hier ein find by ID. Hier möchte ich gerne die 3 haben. Und das Repository ist jetzt eben zuständig dafür, dass wir hier gegen die Datenbank einen SQL-Befehl absetzen, der eben hier das Element sucht mit
der ID3. Dieses wird dann zurückgegeben und das Repository erstellt aus den Daten, die es aus der Datenbank erhalten hat, eben beispielsweise jetzt hier unseren Artikel, und gibt uns den dann tatsächlich als Objekt zurück. Das heißt, wir als Nutzer sind komplett von diesem SQL-Teil hier abgeschottet. Wir sagen einfach, gib mir das mit ID3, und das Repository ist dafür verantwortlich, dass diese entsprechende Abfrage generiert wird. Der Punkt ist aber, ein Repository muss nicht unbedingt gegen die Datenbank gehen, wie ich das schon vorher gesagt habe. Wir können uns auch vorstellen, das war ein bisschen schlecht gezeichnet. Gehen wir nochmal woanders hin. Wir können uns eben vorstellen, dass wir hier ein Web-Repository haben oder ein Web-Service-Repo, nenne ich es jetzt einfach mal kurz. Repo ist eine Abkürzung für Repository, und wir machen jetzt hier eben die gleiche Abfrage dazu. Also hier find by ID, eben vielleicht mit der 5. Und der Punkt ist eben, dass ich hier dann beispielsweise ein Webservice angesteuert werden könnte, der, was weiß ich, mit HTTP üblicherweise geht. Das ist ein REST-Webservice und JSON oder XML als Austauschformat verwendet. Und in diesem Fall, wenn ich hier find by ID auf das Repo aufrufe, geht eben der Aufruf so, dass hier kein SQL-Statement generiert wird, sondern eben ein HTTP-Request, ein GET, wo eben die mit ID gleich 5 gesetzt wird. Der Webservice wird intern irgendwie was machen. Wahrscheinlich hat er hier dahinter nochmal eine Datenbank klemmen, aus der er eben die entsprechenden Daten holt und dann per JSON wieder zurückgibt. Wie er das genau macht, ist uns eigentlich egal. Wichtig ist eigentlich bloß, dass wir eben jetzt hier in diesem Repository vielleicht JSON oder XML bekommen. Das wird deserialisiert, ein entsprechendes Objekt gebaut und dann eben uns hier wiederum als tatsächliches Objekt zurückgegeben. Der Punkt ist also, ein Repository wird eben eigentlich fast immer genau dann eingesetzt, wenn wir die Prozessgrenze verlassen, um eben auf ein bestimmtes Medium zuzugreifen, was weiß ich, sei es eine Datenbank, sei es ein Webservice, sei es das Dateisystem und so weiter. Der Nutzer kann eben gegen eine Repository-Abstraktion programmieren, und wir können dann eben je nachdem, was wir haben wollen, ein Webservice-Repo injizieren oder ein Datenbank-Repository, sag ich mal noch DB-Repository, oder ein File-System-Repository. Der Nutzer merkt davon nicht wirklich einen Unterschied. Und wir haben sozusagen kein Problem, dass wir einfach mal über Repositories und dann auch Unit of Work, das gehört nämlich mit dazu, einfach austauschen, gegen welches Persistenzmedium wir denn eigentlich gerade hier unser System laufen lassen. Ja, dann ist natürlich die Frage, wie speichere ich denn jetzt das Ganze? Wir haben zwar gesehen, wir können hier irgendwie was Add und Remove hinzumachen, aber wird das dann implizit dann gleich gespeichert, was wir hier machen? Nein, das ist nicht der Fall. Also es gibt Repositories, da ist eine Save-Methode mit drauf. Das ist aber eigentlich genau dann der Fall, wenn wir eben nur genau ein einziges Objekt haben, was wir irgendwie verwalten wollen. Also wir können dann, oder sozusagen eine Klasse haben, die wir in einem Kontext verwalten wollen. Wir hätten dann sozusagen bloß ein Repository und wir können uns eben alle Artikel darüber holen und so weiter und so fort. Und das wäre eben genau der Fall, wenn in unserem Beispiel hier diese beiden Klassen nicht existieren wollen und wir wirklich bloß Artikel verwalten wollen. Dann ist es meines Erachtens vollkommen okay, dass wir hier eine Save-Methode mit auf unserem Repository haben, mit der wir dann eben sagen können, okay, jetzt schreib mal bitte das Ganze in das entsprechende Medium. Also gib's zum Webservice, gib's der Datenbank, gib's dem Dateisystem, was auch immer, oder mach's in Memory, wenn wir hier gerade bloß einen Test laufen lassen. Der Punkt ist aber, üblicherweise hat man mehrere Objekte, die irgendwie miteinander interagieren. Also, dass wir bloß eins haben, wie gerade beschrieben, ist ein sehr seltener Ausnahmefall meines Erachtens.
Wenn wir mehrere Klassen haben, von denen wir dann auch unterschiedliche Objekte haben, wie wir jetzt in diesem Beispiel, dann ist es so, dass wir üblicherweise eben auch mehrere Repositories haben. Also ich habe hier eben das Article Repository angedeutet. Wir werden hier auch eins für Invoices haben. Und genau dann kommt eben die Unit of Work ins Spiel. Warum? Nehmen wir wiederum mal an, wir hätten mehrere Repositories. Repository 1 und irgendwie so hier Repository 2. Und die schreiben beispielsweise in dieselbe Datenbank. Oder machen wir es mal noch komplizierter. Machen wir es nicht so. Das war jetzt blöd, was ich da gemacht habe. Entschuldigung, nochmal kurz. Also ich mache bloß Repo 1 und Repo 2 zur Abkürzung. So, und meine Argumentation ist, wir machen es mal komplexer. Wir machen mal nicht bloß eine Datenbank, sondern wir haben hier eben DB1. Da landen die Objekte, die hier von Repo 1 gekapselt werden. Und hier haben wir eine Datenbank 2. Da landen die Objekte drin, die von Repo 2 kommen. So, jetzt fangen wir an und sagen, okay, wir haben hier jetzt zu Repo 1 was hinzugefügt. Also hier sind zwei neue Objekte reingekommen und hier dazu eben 1 für Repo 2. Und jetzt wollen wir das Ganze eben speichern. So, jetzt nehmen wir mal an, das hier funktioniert ohne Probleme. Kein Problem. Und jetzt fällt uns aber beim Speichern bei Repo 2 hier diese Verbindung aus. Was weiß ich, irgendwer ist über das Netzwerkkabel gestolpert und hat es rausgezogen. Das Speichern hat nicht funktioniert. Das heißt wiederum, diese beiden Objekte sind durchaus eben hier in Datenbank 1 in serialisierter Form, wie auch immer, gelandet oder in Tabellenform. Hier ist aber das dazugehörige Objekt, die hier eigentlich zusammengehören, diese drei Sachen. Dieses Objekt ist hier in Datenbank 2 nicht gelandet. Was heißt das? Unser System hier hinten ist jetzt in einem inkonsistenten Zustand. Wir haben hier Objekte und das dritte Objekt fehlt aber. Und genau solche Zustände müssen wir eben vermeiden. Und dazu gibt es eben sogenannte Transaktionen. Eine Transaktion überwacht sozusagen diesen kompletten Save-Prozess und schaut sich eben an, hat dieser Aufruf funktioniert, hat dieser Aufruf funktioniert, sind die entsprechenden Daten richtig angekommen. Wenn das der Fall ist, dann müssen wir eben nichts machen. Wenn hier ein Fehler aufgetreten ist, dann machen wir eben einen sogenannten Rollback. Das heißt, diese Elemente hier oben werden auch wieder aus der Datenbank rausgenommen. Ja, das heißt, wenn hier bei irgendeiner Aktion eben ein Fehler auftritt, dann müssen wir dafür sorgen, dass die schon geschriebenen Daten wieder zurückgenommen werden. Und das nennt man eben üblicherweise im Fachjargon diesen besagten Rollback. Und das ist eben das, was eine Transaktion ausmacht. Sie stellt sicher, dass eben alle Repositories in unserem Fall jetzt die Daten auch richtig geschrieben haben. So, und genau das macht letztendlich die Unit of Work. Also die Unit of Work ist eigentlich dazu da, dass Transaktionen gemanagt werden. Wie sieht so eine Unit of Work eben üblicherweise aus? Die setzen wir uns hier auch gleich mal in den Code. Wenn ich mir hier ein Interface anschaue, hier iUnit of Work. Die grundsätzliche Unit of Work hat einfach erstmal bloß eine Save-Methode oder Save-Changes, nenne ich sie jetzt mal. Damit werden einfach alle Änderungen, die an Repositories hier gemacht wurden mit Add und Remove, übertragen. Und jetzt kommt eben der Clou. Eine konkrete Unit of Work
Ich nenne sie jetzt einfach mal, für uns ist es ja irgendwie ein Shop, weil wir haben Artikel und wir haben Rechnungen und wir haben Rechnungsposten. Das heißt, ich nenne sie jetzt einfach mal Shop Unit of Work für einen Laden. Diese leitet jetzt eben von Unit of Work ab, hat also auch diese Save Changes Methode. Und zusätzlich kennt diese Unit of Work eben alle Repositories, die notwendig sind, um darauf zu arbeiten. Das heißt, wir hätten hier eben ein iArticle Repository beispielsweise, das nennen wir eben das die Articles. Und wir haben eben ein Repository für Invoices beispielsweise. Und das ist eigentlich schon alles, was der Nutzer von dieser Unit of Work wissen muss. Es gibt Articles, damit kann ich auf die entsprechenden Repositories zugreifen und diese verändern in Memory. Und wenn ich Save Changes auf der Unit of Work aufrufe, dann werden diese Änderungen in das entsprechende Medium, das am Repository hängt, mit übertragen. Eigentlich relativ einfach. Und genau das gehört eben dazu. Eine wichtige Sache habe ich noch. Wenn wir jetzt eben hier eine Unit of Work erstellen, dann sind ja da auch irgendwie die Repositories letztendlich mit dabei, wie wir hier sehen. Also wir können über die Unit of Work auf Repositories zugreifen. Und wir nehmen dann jetzt einfach mal an, dass wir hier diese Repositories, also wir können sie tatsächlich auch mal Articles nennen und Invoices, wie hier in unserem Beispiel. Diese werden jetzt eben hier über die Unit of Work zugänglich gemacht und ich kann mir eben vorstellen, ich setze hier jetzt eben drei neue Artikel mit rein und einen neuen Invoice, den ich jetzt eben gerade hier in meiner Session als User erstellt habe. Also es sind drei neue Artikel in unserem Sortiment reingekommen und ein Kunde hat bei mir was über Telefon bestellt und ich habe diese Invoice jetzt mit reingenommen. So, was jetzt passiert, wenn wir sozusagen und irgendwie sagen, wir möchten diese Sachen nicht reinschreiben, dann ist es das Einfachste für uns, dass wir eben nicht Save Changes aufrufen. Und dass unsere entsprechenden Objekte hier im Memory, die werden einfach deallokiert und damit werden auch diese Änderungen nicht persistiert, die wir hier haben. Also das Einfachste ist quasi, um eine bestehende Unit of Work inklusive deren Repositories, wenn wir die Änderungen, die wir bis jetzt gemacht haben, nicht übernehmen wollen, ist ganz einfach, wir lassen sie out of Scope gehen, damit der Garbage Collector sie irgendwann holt und wir benutzen sie einfach nicht mehr. Und dadurch werden eben auch diese Objekte, die wir jetzt erstmal zum Repository bloß hinzugefügt haben, das sind ja bloß In-Memory-Objekte, die werden dann auch nichts an das entsprechende Medium, beispielsweise Datenbank, übertragen. Das ist eben die eine Sache, auf die ich noch aufmerksam machen will. Wenn ich dann eben was komplett Neues will, ist es einfach, ich erstelle mir eine neue Unit of Work, wo eben die entsprechenden Repositories mit dabei sind. Und hier kann ich dann eben wieder frisch beginnen und die Änderungen, die ich an der vorherigen Unit of Work gemacht habe, die sind nicht mehr dabei. Also der Punkt ist ganz einfach, es ist nicht notwendig, dass ich während meine Applikation läuft nur eine Unit of Work gestartet habe oder jemals erstellt habe, sondern es ist durchaus zu überlegen, ob wir nicht mehrere Unit of Works haben, die wir dann eben im Verlauf der Applikation erstellen und dann wieder schließen. Beispielsweise, wenn wir einen Dialog öffnen, da kann jemand was ändern. Wenn der Dialog geschlossen wird, wird die Unit of Work, wird auf ihr Save Changes aufgerufen und dann die Unit of Work beendet. Das ist ganz kurz sozusagen bloß diese Lebenszeit von Unit of Work. Aber es ist durchaus auch möglich, dass man sagt, okay, ich möchte eine langlebige Unit of Work haben, weil ich eben eine Rich Client Desktop-Applikation habe. Und da fange ich die Unit of Work an, wenn die Applikation startet und ich beende sie, wenn die Applikation beendet wird. Also es sind eben zwei unterschiedliche Gedanken. So, und jetzt aber wirklich mal zur Implementierung. Wie sieht jetzt eine Unit of Work für Entity Framework aus? Sehr, sehr leicht. Ich fange nochmal kurz an, dass ich den
ShopDBContext hier erstelle. Das war ja der Punkt, dass wir bei Entity Framework von dieser DBContext-Klasse hier ableiten und hier einfach sogenannte DB-Sets reinsetzen, die eben die entsprechenden Sachen kapseln. Also wir wollen eben Articles haben. Das war ja die einfachste Methode, um hier über Entity Framework auf bestimmte Sachen zuzugreifen. So, und mehr ist jetzt auch schon nicht notwendig, wie wir hier sehen. Mehr müssen wir nicht machen. So, der Punkt ist jetzt, das hier schaut irgendwie verdammt nach Unit of Work aus und genau das ist auch der Fall. Wenn wir nämlich mal auf, Entschuldigung, das wollte ich nicht, wenn wir hier jetzt mal F12 drücken und uns diese DB-Context-Klasse genauer anschauen, dann finden wir da nämlich eine Save-Changes-Methode. Die kann man zwar überschreiben, aber der Punkt ist ganz einfach, dass dieses DB-Context-Objekt eigentlich eine Unit of Work ist, zumindest implementiert sie dieses Pattern. Und wenn wir uns DB-Set anschauen, dann sind da auch die grundsätzlichen Möglichkeiten drauf, die wir eben von einem Repository erwarten. Das heißt, wir könnten hier eben add aufrufen, wir können sogar hier create aufrufen, um eben eine entsprechende Entität zu erstellen. Wir haben hier find, wir haben hier remove, wir können hier eben auch noch, sehe ich es hier auch nochmal, ich glaube, da muss ich in dbQuery hochgehen. Ne, ich sehe es hier leider nicht. Okay. Aber im Prinzip gibt es eben genau diese Methoden, die wir vorher schon eben gesehen haben auf dem Repository, also add und remove und find. Die gibt es eben auch auf dem hier auf DBSet of T, also ein DBSet of T-Entity ist eigentlich ein Repository. Die getAll-Methode ist implizit implementiert, weil ein Repository enumerable ist. Das heißt, wir können einfach mit forEach darin durchlaufen. So, ist es jetzt sinnvoll, dass man eben gleich direkt gegen ShopDBContext und DBSet of T-Entity implementiert? Meine Antwort ist nein, weil das wäre ja wiederum ein Verstoß gegen das Dependency Inversion Principle. Wir sollten eben aus Client-Sicht schon gegen diese Interfaces hier programmieren. Und wie wir das eben ganz leicht herstellen können, ist, indem wir uns eben einen Adapter schreiben. Dieses Pattern haben wir auch in einem der letzten Videos durchgenommen. Und ich mache hier einfach eben eine Shop Unit of Work DB Context Adapter und implementiere jetzt eben iShop Unit of Work. So. Und das Wichtigste ist hier eben, dass ich mir hier eben den DB-Context geben lasse im Konstruktor. Also ein, besser gesagt, ein Shop-DB-Context. Und dann eben noch ein Article-Repository und ein I-Repository of T. Das war hier eben die Invoices und hier kriege ich eben ein Article Repository und ein Invoice Repository, damit man das Ganze noch ein bisschen besser sehen kann. Gebe ich das mal in die nächste Zeile. Genau, und diese lasse ich mir eben auch übergeben. Und gib sie letztendlich hier bloß zurück.
ich schiebe diese Datei mal in eine neue Klasse. Entschuldigung, diese Klasse in eine neue Datei. So, und der Save Changes Aufruf, der ist wirklich relativ einfach. Ich leite den einfach hier an den DB-Kontext weiter, wie es der Adapter nun mal eben so macht. Die Repositories sind natürlich noch ein Problem, aber auch das können wir uns eben hier schreiben. Das ist eben ein machen wir erstmal Invoice oder ein Repository of T. Und ich habe hier eben ein iRepository of T, was ich implementiere. Und ich nenne hier das auch noch Entity Repository Adapter. Wenn wir hier etwas mehr Spaß haben. Und auch hier implementiere ich eben diese Members. Und der Punkt ist eben auch hier, lasse ich mir über den Konstruktor jetzt eben ein DBSet of T geben. So, und hier brauchen wir eine Einschränkung. Das heißt, where T is class, das ist eben eine Vorgabe von Entity Framework. Und ich werde diese Einschränkung auch hier oben machen. Where T is class. Der Punkt ist ja wirklich, wir wollen ja keine Value Types letztendlich speichern, sondern über ein Repository wollen wir wirklich auf Objekte zugreifen. Deswegen ist diese Einschränkung hier schon sinnvoll. Und der Punkt ist jetzt einfach hier auch, Adapter üblich, gibt man eben hier einfach die Aufrufe weiter. Also wir geben hier direkt das DB-Set zurück. .toList. Eben alle Elemente, die im DB-Set gerade drin sind. Dann haben wir hier eben ein FindByID. Das heißt, ich gebe hier einfach diesen Aufruf an Find weiter. Jetzt habe ich natürlich hier noch einen Fehler. FindByID braucht natürlich einen Integerwert. So. Den wir hier weitergeben. Dann haben wir hier eben jetzt diesen Add-Aufruf und hier passiert letztendlich auch nichts anderes, als dass wir den natürlich weiterleiten mit diesem Item. Und hier haben wir einen Remove-Aufruf, bei dem wir eben das entsprechende Item wieder rausnehmen. Das ist eben unser Entity Repository Adapter. Und was wir hier jetzt noch machen können, ist natürlich, dass wir hier einen Public Class Article Entity Repository Adapter aufmachen. Wir leiten hier eben einfach von Entity Repository Adapter of Article ab und implementieren eben iArticle Repository. Da war ja eine spezielle Methode drauf. Generieren wir erstmal den Konstruktor, weil wir eben ein DB-Set für Article weitergeben müssen. So, und dann können wir hier eben diese zusätzliche Methode zurückgeben. Und was wir hier machen, ist einfach return DB. Achso, da kann ich jetzt noch nicht so drauf zugreifen. Das heißt wiederum, ich werde jetzt hier mal dieses Element mit protected machen, damit ich auch in der Subklasse darauf zugreifen kann und sage dann hier einfach dbset. Where eben article geht über nach article. Price größer gleich 100, so wie ich das vorhin gesagt habe. Also das ist natürlich jetzt Blödsinn, dass ich das in den Konstruktor schreibe. Wir möchten das tatsächlich hier unten haben. Jetzt habe ich es aber total gelöscht. So, und das Ganze natürlich to list, aber nicht async, bitte, bloß to list. Man sieht hier eben,
Entity Framework beinhaltet mehr oder weniger schon diese entsprechenden Methoden oder ist eben genau nach diesem Unit of Work und Repository Pattern aufgebaut, und wir können eben hier dann die verschiedenen Klassen einfach adaptieren über das Adapter Pattern, um eben das entsprechende Interface dann letztendlich für uns bereitzustellen. Und wir sehen auch, diese Klassen sind letztendlich relativ klein. Ich habe hier noch ein paar Guard Clauses vergessen. Aber wir sehen hier eben, dass das hier ansonsten relativ einfach wird. Ich schiebe nochmal die einzelnen Typen in ihre jeweiligen Dateien, damit wir hier ein bisschen mehr Übersicht haben. Und Repository. Gut, und dann können wir eben jetzt hier tatsächlich mal im Composition Root sagen, wir machen hier was. Also ich baue mir hier eben eine hier ein Shop DB Context auf. Und was ich dann letztendlich mache, ist, dass ich meine Adapter erstelle. Das heißt, ich erstelle mir einmal eben, das brauche ich aber noch hier, var shop db context ist gleich dieser hier, und ich habe dann eben meine unit of work, die eben ein new entity, ich brauche hier mal Shop Unit of Work DB Context Adapter ist. Und ich gebe hier eben diesen Shop DB Context mit rein. Und einen neuen Article Entity Repository Adapter, den ich mir hier gleich hole. Das sind eben die Articles. Habe ich hier das nicht public gemacht? Oh, tatsächlich. So. Dann nehmen wir hier die Articles und diesen Adapter hier, wo ich eben die Invoices DB Set reinsetze. Und schon habe ich hier eben meine tatsächliche Unit of Work. Und jetzt kann ich eben über diese Unit of Work hier einfach programmieren. Das heißt, ich könnte eben mal drei Artikel erstellen. Was hatten wir? Die Seife. Und einen gefälschten Bart. Und was ich jetzt noch machen werde, ist, dass ich hier eben einfach die Unit of Work nutze, um auf meine Articles zuzugreifen, und ich kann hier dann einfach die Seife und den hier hinzufügen. Wir können dann jetzt auch eigentlich schon mal Save Changes aufrufen, spaßeshalber. Eigentlich macht man das immer erst am Ende, also so würde man nicht in echt programmieren, deswegen nehme ich es nochmal weg. Aber wir können dann eben auch einen Invoice mal erstellen. Einfach in Memory. Und wir sagen hier eben der Custom Name, das bin ich. Und ich hätte eben gerne folgende Posten auf meiner Bestellung. Das wären dann eben ein New Invoice Item, wo ich den Artikel auf eben Seife setze,
und ich hätte gerne 2 Stück davon. Und hier kaufe ich mir eben noch einen gefälschten Bart, aber den bitte bloß einmal. Und damit haben wir jetzt diesen Invoice erstellt und können eben auch über die Unit of Work auf das Repository Invoices zugreifen und hier Add aufrufen, Invoice. Und damit habe ich eben jetzt hier Artikel erstellt und eine Rechnung. Und dann sage ich einfach Unit of Work, Save Changes. Und was wir jetzt am Ende machen können, ist einfach durchdebuggen. Das heißt, wir sehen hier, dass ich diesen Shop DB Context erzeuge, hier meine tatsächliche Unit of Work, gegen die ich dann eben auch über eine Abstraktion programmieren kann. Und hier erstelle ich mir jetzt eben eine Seife und den gefälschten Bart und füge den über die Repositories jeweils hinzu. Hier erstelle ich mir eben eine Rechnung, auf denen ich eben 2 Artikel habe und die ich mir kaufe, füge das über dieses andere Repository hinzu und rufe dann letztendlich bloß Save Changes auf. Das heißt, hier wird tatsächlich einfach bloß dieser Aufruf an den DB Context weitergeleitet und der sorgt eben dafür, dass die entsprechenden Dinge in der Datenbank gespeichert werden. Und wenn wir hier dann eben am Ende dieses Using Blocks sind, wird auch Dispose auf diesen ShopDB-Kontext aufgerufen und wir sind hier dann eben draußen. Ja, und dann können wir ins SQL Management Studio gucken und hier mal einen Refresh machen und sehen dann hier eben ist unsere neue Datenbank und hier finden wir eben auch entsprechend die Tabellen dazu, die wir jetzt hier angelegt haben. Wir sehen hier eben, ich habe tatsächlich diese 2 Artikel eben angelegt und wir haben hier eben diesen Invoice und die Invoice-Items, die hier dazugehören. Und damit haben wir sozusagen jetzt über das Repository-Pattern hier auf eine Datenbank zugegriffen. Wir können uns aber auch vorstellen, dass wir einfach diese Unit of Work und dieses Repository anders implementieren, sodass wir beispielsweise das Dateisystem anbinden oder eben einen Webservice oder wir machen eine Abstraktion, die eben bloß im, Entschuldigung, eine Implementierung, die bloß im Memory läuft und damit können wir dann eben bei bestimmten Terminen, wo wir beispielsweise keine Anbindung an die Persistenzmedien haben, trotzdem unsere Applikation vorführen für einen Kunden beispielsweise, wenn wir in einem Kundengespräch sind. Und wir benutzen dann eben ein In-Memory-Repository und eine In-Memory-Unit-of-Work, damit unsere Applikation genauso funktioniert wie vorher, ohne dass wir dazu großartig Code ändern müssen. Ja, damit bin ich am Ende für dieses Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald!